Social Media, viele Fans, viele Freunde, Likes, Kommentare, akzeptieren, kommentieren und so weiter und so fort. Was soll man denn überhaupt tun, um Freunde zu gewinnen? Wir möchten Sie in den nächsten paar Minuten mit unseren praktischen Erfahrungen auf Facebook konfrontieren. Was haben wir denn für Erfahrungen, was haben wir zu berichten? Wir sind seit 2009 mit World Architects auf Facebook, posten dort zwischen 1 und 3 Mal am Tag und haben mittlerweile über 220.000 Fans und Freunde. Falls Sie auch dabei sein wollen, facebook.com/worldarchitects. Dann hat uns im Februar dieses Jahres noch die Schweizer Tagespresse zur führenden Facebook-Seite in der Schweiz geadelt. Außer Roger Federer hat noch ein paar Freunde mehr als wir. Wie wir das erreicht haben, ist uns selber ein Rätsel, ehrlich gesagt. Wir haben aber hier unsere Geheimwaffe im Bild. Antonio, unseren portugiesischen Architekten, der bei uns alles macht, was mit Facebook zu tun hat. Nun, was soll man denn hier reinschreiben in diese weiße Box? Texte, Bilder. Wenn Bilder, was für welche Bilder? Produkte, Gebäude. Wir zeigen Ihnen jetzt, was wir gepostet haben in den letzten 3 Jahren und zeigen Ihnen, was erfolgreich war und was weniger. Das erste Thema Fußball, ein Stadion, das Sie 2022 in Katar sehen werden. Wir haben das gepostet 2010, abends um 9 Uhr. Das ist insofern relevant, weil wir damals unsere Fanbase in den USA hatten und wir konnten somit die New Yorker beim Verlassen der Büros und die Kalifornier beim Mittagessen erreichen. Und haben eigentlich einen riesengroßen Rücklauf erhofft. Antonio hat gesagt, 250 müssten es dann schon sein. Hier unten sehen Sie, ein bisschen portugiesisch noch hier, 408 Likes und 39 Kommentare. Ein hervorragender Post, dazu mal 2010. Sicher tolles Stadion, tolle Bilder und natürlich auch das Thema Fußball. Wir fahren weiter mit Fußball, das nächste Stadion in Kapstadt. Nicht, dass Sie das Gefühl haben, wir posten nur Stadien, aber Antonio findet, dass Stadien von der Ferne etwas Elegantes haben. Hier haben wir bereits 3 Mal am Tag gepostet für unsere Fanbase in Japan am Morgen, am Mittag für Indien und dann am Abend wieder für die Amerikaner. Und dieser Post hat es nun wirklich in sich gehabt, war der mit Abstand erfolgreichste Post, den wir je gemacht haben. Über 2.500 Likes, 2.562 und 79 Kommentare. Und überwältigend war, dass bereits nach einer Stunde schon 1.000 Likes hier waren. Wenn man aber glaubt, große Büros, große Projekte oder vielleicht sogar das Thema Fußball sein Ziel führen, täuscht sich. Hier ein kleines Büro aus der Schweiz in Luzern, 9 Mitarbeitende, haben dieses Ferienhaus gebaut in oberhalb des Vierwaldstättersees und haben uns dann die Materialien zugesandt. Antonio war schlichtweg begeistert und hat das dann Facebook-mäßig aufbereitet und sofort gepostet und gespannt gewartet. Rücklauf für diesen Post war schlichtweg phänomenal. Wir haben über 1000 Likes gekriegt, 1080 Likes, 34 Kommentare, 255 Shares, die waren früher noch nicht gemessen. Gute Bilder, gutes Projekt, gutes Resultat und vor allem der Beweis dafür, dass es weder ein großes Büro braucht, noch ein großes Projekt und auch nicht das Thema Fußball. Nun, das nächste war aus Japan, Antonios Lust- und Frust-Post. Er liebte dieses Gebäude, so dieses subtile, diese japanische Charakteristik vom Dienen in der Gesellschaft, diese Schule und hat eigentlich so insgeheim schon die 9 Rekordzahlen in seine Liste eingetragen und war dann doch ein bisschen enttäuscht, als dieser Post nicht die Wirkung hatte, die er sich eigentlich erhofft hatte. Nur, in Anführungszeichen, 331 Likes für diesen Post und 8 Kommentare. Er hat sich dann geärgert, dass die Leute eigentlich seinen Post nicht so verstanden haben wie er. Hat dann die Schuld ein bisschen den Bildern gegeben und vielleicht auch dem Timing. Aus seiner Sicht eher was Enttäuschendes. Dann das nächste, was ganz anderes. Im Jahr 2000 hat unser Dr. Eduard Köbel in China den chinesischen Architekten Wang Shu dazu bewegen können, auf unserer Plattform Chinese Architects mitzumachen. Damals seine erste Online-Präsenz und eigentlich kannte ihn niemand hier in der westlichen Welt. Das hat sich dann schlagartig geändert im Februar diesen Jahres, nämlich als Wang Shu den Pritzker-Preis gewonnen hat, nämlich am 27. Februar und sofort in aller Munde war. Antonio hat dann das gepostet, auf Facebook natürlich. Und hier war weniger der Rücklauf auf Facebook spannend mit diesen 261 Likes, als vielmehr die 60.000 Zugriffe, die wir hatten auf unseren Plattformen innerhalb von 24 Stunden. Nun, Patentrezepte für Facebook gibt es nicht. Gewisse Kreise sagen, man soll ein paar hunderttausend Euro in Werbung investieren. Hat bei uns sicher nicht funktioniert, das könnten wir uns auch überhaupt nicht leisten.
Wir posten vor allem Dinge, die wir eigentlich auf unseren Plattformen auch haben. Bis anhin haben wir in den letzten 3 Jahren genau 60 Schweizer Franken investiert und einmal in unseren Antonio. Die 60 Schweizer Franken in Werbung haben nachweislich nichts gebracht, das kann man ja messen. Antonio bringt uns sehr viel, postet ein paar Stunden in der Woche und hat ziemlich Erfolg. Nun, trotz der ganzen Unsicherheiten, wir möchten uns erlauben, 3 Empfehlungen zu geben, oder besser riskieren, 3 Empfehlungen zu geben, was denn erfolgreich sein könnte. Posten Sie gute Bilder, wenn möglich 3. Finden Sie raus, wann Ihre Zielgruppe auf Facebook ist, egal wo es ist, und kreieren oder schaffen Sie einen wie Antonio, finden Sie den irgendwo, der am Tag und vielleicht auch mal ein bisschen nachher noch postet, je nachdem, wo Ihre Zielgruppe ist. So, fertig Social Media hin zu Light & Building, die wir Guided Tours hier organisieren können mit diesen renommierten Lichtdesigner, organisiert von unserem Peter Petz hier als Le Corbusier verkleidet. 10 Uhr und 14 Uhr geht's los in der Outlook Lounge in Halle 4.2. Sie können sich dort melden, wir haben noch ein paar wenige Plätze frei, über 600 Anmeldungen schon. Und wenn Sie am Tag noch nicht genug haben, führen wir Sie am Abend noch über die Luminale. Das macht unser Thomas Geuder. Ein Bild für Thomas, super. Erstklassiger Architekturjournalist und Kenner der Szene. Er führt Sie jeweils um 20 Uhr von der Paulskirche am Paulsplatz durch die Luminale. Mehr Informationen dazu auch in der Outlook Lounge. Und dann das Beste am Schluss natürlich, jetzt gleich Pause nachher. Wir offerieren Ihnen, haben die Freude, noch 200 Bier-Voucher zu verteilen. Meine Kollegen sind bereits unterwegs. Mit diesem Voucher kriegen Sie ein Bier. Und mir bleibt nicht mehr übrig, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Viel Spaß, viel Erfolg auf der Light & Building, auf der Luminani. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, danke.